Hier ist Zimmer 5000 mit dem 100 Abonnenten Special. Heute 100 Fragen und zwar 50%, also 50%, was für 50%? 50 Fragen an Turtly und 50 Fragen davon an mich. Und wir beginnen mit den 50 Fragen an Zimmer 5000, die ich nicht hin aufgeschrieben habe, wobei ich schon bei vielen die Antwort kenne, aber und vielleicht auch mal einige Zuschauer, aber vielleicht nicht jeder. Also, kommen wir zu der elementärsten Frage. Wie kamst du zu YouTube? Ja, über dich. Also, es war, glaube ich, abends irgendwie mal, hast du die Idee aufgeworfen. Du wolltest doch mal einen YouTube-Kanal machen. Und ja, am nächsten Tag, warum auch immer, habe ich mir zuerst einen gemacht, obwohl ich eigentlich bis dato da überhaupt gar keinen machen wollte. Also war das nicht in deinem Geburtstag? Es war ein Tag, glaube ich, danach sogar. Nee, ich glaube, einen Tag danach hast du meinen gemacht. Oder so, aber auf jeden Fall, du hattest irgendwie die Idee, weil... Und dann, ja. Und du hast hier natürlich das Vorrecht, zuerst den Kanal zu öffnen. Ich musste erst mal gucken, ob es überhaupt also funktioniert und so, ne? Ganz sicher. Ja. Zur nächsten Frage. Es sind nämlich noch 49 weitere. Wie kamst du zu Minecraft? Ja, auch durch dich, ja... Damals hast du dir ein paar Let's Plays davon angeschaut. Yep. Und dann habe ich erst gesagt, was ist das denn für ein doofes Spiel? Ja, wie bei so ziemlich vielen Spielen. Zimmer sollte mehr auf meinen Instinkt vertrauen, dass es gute Spiele sind. Im Endeffekt habe ich es dann irgendwann nach langer Zeit auch mal getan und dann, ja, Minecraft. War halt cool. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rot. Gut, das war eine kurze Antwort. Auf die Farbe bin ich auch übrigens durch dich gekommen. Nein, nein, diesmal nicht. Nein. Welches ist denn dein Lieblingscomputerspiel? Minecraft. Oh, wer hätte das gedacht? Was ist denn so besonders für dich an Minecraft? Das gehört ja zu der Frage noch dazu. Mhm. Ja, da kann man wirklich alles machen, außer normalen Minecraft Survival oder Creative spielen. Durch die ganzen Plugins und Mods und so kann man im Endeffekt jegliche Spielidee in Minecraft umsetzen. Und das gefällt mir daran. Gut, Frage 5. Wie kamst du auf die Idee der Minecraft Item Challenge? Ja. Das war mir klar. Wie kam ich da drauf? Ich weiß nicht, irgendwann hatte ich die Idee, man könnte das machen. So, ich weiß nicht. Ach, übrigens, im Hintergrund seht ihr gerade etwas sehr Interessantes, was ich gebaut habe mit Redstone, nur was ganz Kleines. Es ist ein 18x18 Feld müsste es sein, aus schwarzen und weißen Blöcken. Ihr könnt ja nachzählen. Und zwei Goldblöcke. Und der Rüstungsständer wird random um die Felder bewegt per Teleportation. Dadurch, dass ein Guardian, also ein Wächter, auf Druckplatten auf- und abspringt, die dann die Command Blocks aktivieren. Und sollte der Armor-Stand einmal auf einen Goldblock landen, wird jetzt zurück zum Anfangspunkt teleportiert, auch wenn er auf das Gras läuft. Nur beim Goldblock bekommt er dann einen Punkt, wie man rechts am Scoreboard sehen kann. Ich habe mal ein bisschen über die Frage nachgedacht. Im Endeffekt wollte ich mal wieder so eine Art Survival machen auch, aber normal ist ja echt mittlerweile langweilig geworden, vor allem als Let's Play, und darum ein bisschen Challenge reingemacht. Vor allem werden diese Fragen auch auf älteren Videos. Oh mein Gott. Wie kommst du auf die Idee von Minecraft Diverse? Jetzt erstmal noch. Minecraft Diverse, ja. Ich habe mir auch da eigentlich nur gedacht, ein bisschen Neues reinzubringen in PvP-Videos. Jo. Gut, welcher ist dein Lieblings-Minecraft-Spielmodus? Oder Minecraft-Lieblings-Spielmodus? Ja, gute Frage. Also, Bedrock steht bei mir recht weit oben. Auch Cores. Doch, Kurs heißt, genau. Das sind so meine beiden Lieblingsspielmodi und Minecraft Mario Party, wobei da die Variationen für mich ganz besonders entscheidend sind. Gut. Warum nimmst du so oft mit mir zusammen auf? Ja, weil ich, wenn ich spiele, oftmals nichts sage, wenn ich mich konzentriere. Und dann wäre ich stille und außerdem macht es zusammen viel mehr Spaß. Und ich bin dein Bruder. Ab, das auch noch, ja. Gut. Das müsste aber nicht unbedingt der Grund sein, aber das ist es. Ja, macht es dir Spaß, Tutorials aufzunehmen, weil du hast schon ziemlich viele aufgenommen. Ja, das macht mir Spaß, weil ich mag's, wenn ich dann irgendwie denke, ich kann das
Programm bedienen, das dann auch weiterzugeben, anderen zu helfen. Und wenn ich dann auch sehe, es hilft vielen Leuten und dann kommen die Bedankungen. Auf jeden Fall motiviert mich das dann auch immer weiterzumachen. Danksagungen, ja. Wer macht deine Thumbnails? Also meistens, sag ich mal so, habe ich es bisher selbst gemacht. Bei Minecraft, mein Item Challenge war das, genau, da hast du ein bisschen auf jeden Fall die mal gemacht und ja. Bisher immer. Mal schauen. Sogar einmal gepixelt. Genau. Und ja, wie alt ist dein Kanal? Der wird jetzt im August. Moment. 4 Jahre schon, meine Güte. 4 Jahre, exakt. Oh. Ich habe eben gesehen. So schnell vergeht die Zeit. Ich war eben noch auf deinem Kanal und habe gesehen, 3 Jahre. Special gibt's schon, das heißt, oh mein Gott, wird bald schon wieder 4 Jahre. 4 Jahre, ja, dann ja auch, klar. Welches Projekt mit Minus Raven, dir und mir, hat dir am besten gefallen? Hier habe ich ein paar Beispiele, also eigentlich alle aufgeschrieben, die es gab. Challenge Survival, Minecraft Mari, Capture the Flag 1 bis 5, Ich bin ein YouTuber, holt mich heraus und Home Sheep Home 2. Ja, also am meisten Spaß gemacht, ja, ist schwer zu entscheiden zwischen... Am besten gefallen. Ja, am besten gefallen. Ist schwer zu entscheiden zwischen Capture the Flag und YouTuber. Ich bin ein YouTuber und bin hier raus. Okay. Mhm. Ja, dann loggen wir beide ein. Jo, von mir aus. Wobei es ja kein Quiz. Was war dein erstes Let's Play? Cubium. Ja, Let's Play Cubium. Oder Subium oder ich weiß nicht, wie es heißt. Wie kamst du zu der Idee, ein kurzes 360-Grad-Video zu machen? In Minecraft. Ja, ich gucke immer mal so rum, was man so machen kann und probiere auch sehr gerne neue Sachen aus und probiere in alle verschiedenen Richtungen aus. Und als ich dann mal gesehen habe, dass das eigentlich recht einfach zu machen ist, habe ich es gemacht. So, einfach so. Ja, wieso wurde Capture the Flag 5 unterbrochen? Weil, warum nochmal? Ich weiß nicht, aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben einfach nicht mehr aufgenommen. Nein, das kannst du zur nächsten Frage antworten. Aber hier ist es einfach nur so, zu dritt, also 3 Personen, die gleichzeitig Zeit haben, war halt ziemlich schwierig. Genau. Ich habe noch einigermaßen Zeit, aber bei Simua und meinem Swagen wird es schon etwas schwieriger. Na, dann gerade, wo ich ein Dia-Schwert hatte. Tja. Wobei, du brauchst doch noch einen Dia-Pick. Also die Spitzhacke. Ich glaube, die habe ich aber auch. Ich habe genug Diamanten. Ach, gut, wieso wurde Puzzle Partners unterbrochen? Und da kannst du... Ja, da haben wir nicht mal aufgenommen. Ja, es ist eigentlich extrem peinlich. Wobei, ja. Wir hatten es einfach vergessen und dann hatten wir irgendwie keine Lust mehr. Und dann wobei du noch mehr Lust hattest als ich. Ja. Wieso wurde Minecraft Mari beendet? Minecraft Mari wurde beendet, weil der Server, auf dem wir das gespielt haben, anderweitig genutzt wurde. Und ich habe zwar die Welt noch irgendwo rumfliegen auf dem PC, aber irgendwie, tja, da hat es dann erstmal auch die Nicht-Aufnehmen-Phase gegeben, weil wir erstmal überlegt haben, wie machen wir es, haben wir uns entschieden, das dann aufzuhören. Gut, hast du schon mal ein Top 10 Video hochgeladen? Ja. Und welches ist es? Minecraft Musikvideos. Es mutiert hier gerade zum Quiz über meinen Kanal. Welche Adventure Map, die du bisher aufgenommen hast, gefiel dir am besten? The Evil Doctor's Castle, Cube Survival, Egg Fight, Seven Hills Golf Course oder Dark Hospital? Also erstmal ist es gemein, Egg Fight mit reinzunehmen. Das hat mir natürlich... Du kannst nüchtern bewerten. Ich meine, ich weiß, es ist meine, aber... Nüchtern bewerten. Also, am meisten Spaß gemacht hat man vielleicht noch gemerkt, Cube Survival. Vom Spielprinzip her und von der Story hat mir eigentlich The Evil Doctor's Castle, auch Dark Hospital, eigentlich noch mehr gefallen. Okay. Wie zur Hölle kamst du zu einem Let's Play von... einem Benjamin Blümchen Spiel. Das weiß ich noch ganz genau. Das ist auch sicher oft genug erzählt. Bestimmt, aber jetzt hier nochmal. Also, Schrottwichteln in der Schule. Und was habe ich bekommen? Das Spiel. Ich meine, der kann ja, wird bei 4 Jahren, ne? Also, das war auch schon. Auf jeden Fall haben wir da noch ein Schrottwichteln gemacht, weil normales Wichteln wird irgendwann langweilig. Ja, und da habe ich. Und da habe ich das Spiel bekommen und. Ganz ehrlich, an dem Abend habe ich mir erstmal gedacht, ja, was machst du jetzt mit diesem Spiel?
Weil ich hätte nie gedacht, dass ich habe gedacht, ich schmeiß gleich in die Ecke und spiel's nie, ne? Aber dann habe ich gedacht, damit es eine Verwendung bekommt, warum nicht? Let's Play damit. Zu diesem Let's Play wird später auch nochmal eine Frage kommen. Aber jetzt erstmal, was war dein erstes Video, das du hochgeladen hast? Mein erstes Video war einfach ein Begrüßungsvideo. Ich glaube, ich sag mal Hallo und. Exakt. Ja, da habe ich auch so voll die großen Versprechungen gemacht. Hier kommt das und das. Voll motiviert und ja. Hat es dir gefallen, das Let's Play von Operate Now aufzunehmen? Also ganz anders. Mir hat es gefallen, den Zuschauern weniger. Die haben das eher als eklig empfunden. Verstand und daraufhin habe ich natürlich auch aufgehört, weil das hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Das war so, ja so, ich wusste nicht, was ich sonst aufnehmen soll, um ehrlich zu sein. Und wollte irgendwas hochladen. Ja, aber Spaß gemacht hat mir trotzdem. Warum wurde das Let's Play Minecraft beendet? Das Original. Das Original Minecraft, ja. Also erstmal gab es ja ewige Pause dazwischen, bis wir dann irgendwann noch zwei, drei Folgen, ich glaube mit Raven sogar aufgenommen haben. Aber das hat sich dann einfach im Winde verweht. Da liegt denn Halloween im Bett. Was wurde aus dem Let's Toll Together? Together. Was daraus wurde? Wie ihr seht, das wurde nicht weitergeführt. Und weshalb wurde Let's Play der Polar Express beendet? Das hat nach erstmal, einem Part. Nach einem Part? Das ist mir sogar fast schon peinlich. Ich hatte wegen dem Intro-Video irgendeine Copyright-Verletzung da reinbekommen, ich weiß auch nicht. Und das war auch ein bisschen von der Qualität her echt auch noch schlimm und da habe ich gedacht, der Koch hat hinten Augen. Okay. Ja, der Koch hat hinten Augen, das hatte er wirklich. Wie beurteilst du deinen ersten Livestream? Es war ein Experiment. Es war natürlich von der Technik her, weil es über Google Plus Hangouts und eher gestreamt war, von der Qualität her nicht super, aber er hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe auch den Zuschauern. Bei welcher Frage sind wir eigentlich gerade, wenn ich fragen darf? Jetzt kommt Frage 27 erst. Okay, vielleicht. Knapp über die Hälfte. Also ich hoffe, ihr bleibt dran. Bestimmt. Bist du ein Pokémon-Fan? Ich war einer. Ja, vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen reden. Lieblingsedition war Smaragd. Aufgehört habe ich dann mit Diamant und dann habe ich nicht wirklich weitergespielt. Immer nur so ein bisschen nebenbei was gehört, ja, davon. Klar. Durch dich komme ich, habe ich den meisten Bezug zu Pokémon noch. Ja, wir haben ja auch Game Boy Advance, SP alles Mögliche. Und Pokémon Rot und Blau und Gelb und Kristall. Ist jetzt gut. Ja, gut. Genug Pokémon, wer ist dein Lieblings-YouTuber? Ja, das zieht sich eigentlich momentan einen großen Wandel. Bisher hätte ich immer strikt gesagt Gomma HD. Aber, also von seiner Art her ist es überhaupt, ist er weiterhin mein Lieblings-Let's-Player, aber von dem, was er momentan macht. Ja, also wenn jetzt bald wieder hier dieses Worldplay rauskommt, bald wieder, dann Retro, dann freue ich es auch lieber. Momentan schaue ich eher German Let's Play, Paluten, Zombie und so, ja. Und die ganze Truppe, die dahinter steckt. Ich lache mich nur schon mal über die nächste Frage kaputt. Jetzt habe ich Angst. Macht die Tamagotchi Party On insgeheim doch Spaß? Tja, also, wie ich hoffentlich schon mal rüberbringen könnte, das Spielprinzip gefällt mir extrem. Weil, jo, aber irgendwie. Also es macht mir insgeheim Spaß. Also es macht mir auch so Spaß, da muss ich mich eigentlich nicht verstecken, nur es ist nur diese ganze Kinderei drumherum und wie lang das geht, was mir ein bisschen, also eine Runde, eine halbe Stunde, das geht mir ein bisschen auf den Geist. Du meinst, es ist etwas zu kindlich gestaltet, also so ein Spiel in normalerer Form, nicht so in Tamagotchi-Form, okay, klar, wäre dir. Es ist halt ein Tamagotchi-Spiel, ja. Ja, und wenn, ja okay, die Rundenlänge, ja, da lässt sich überstreiten. Aber es macht mir schon an sich Spaß. Gut, was gefällt dir an Garry's Mod Sandbox am besten? Garry's Mod Sandbox am besten gefällt mir eigentlich neben dem normalen, was man da alles so machen kann, dass man wirklich machen kann, was man will und die Physik da ist, dass man auch so viele Mods da reinladen kann, was man möchte und dann alles mögliche auch noch. Meinst du? Oder Add-ons. Dass man da wirklich unkompliziert die auch reinladen kann und dass man dann wirklich damit spielen kann. In der Mod war es ja schon ursprünglich selber. Stimmt. Wie kommst du auf ein brutales Spiel wie Territory War 3? Ja, das haben wir früher ein bisschen online gespielt, das erste zumindest. Mhm. Und ich
bin halt irgendwann mal, wenn ich dann so Wochenenden oder so habe, wo ich dann keine Lust auf Minecraft oder so habe und dann irgendwas hochladen möchte, dann kommt halt sowas bei rum. Aus welchen Gründen hast du weniger Zeit für YouTube? Das ist die Tüte in Ruhe. Entschuldigung, Tüte. Also, momentan, wie man wie schon oft auch gesagt hat, ich studiere momentan. Und wenn ich dann weniger Zeit habe für Videos, ist das oft wegen Klausurphase. Oder halt, wenn ich gerade anders eingespannt bin, die Woche lang, und dann am Wochenende auch mal ein bisschen persönlich ausruhen möchte. Ich lache schon wieder mal über die nächste Frage. Wirst du es jemals schaffen, über eine längere Zeit eine Serie von Videos aufrechtzuerhalten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bemühe mich. Was ich jetzt, du hast das Video am Montag noch nicht gesehen, beziehungsweise an dem Montag, in dem wir es gerade schon ein bisschen früher auf der Webseite das im Petto haben. Das Infovideo, da habe ich jetzt schon über eine neueste Entwicklung über Minecraft Diverse geredet. Also, es ist schon. Ich versuche es aber, ob ich das schon. Im Video gibt es auch noch eine Frage, obwohl ich es nicht mehr gesehen habe, aber das ist jetzt noch nicht. Ja, also ich bin eher so der Typ für. Ich mache spontane Sachen, versuche Serien zu machen, aber das wird gut. Nicht so. Frage 35. Wow. Bin ich ein Mädchen? Nein. Gut, Frage. Das ist nur eine kleine Anlehnung an das VSDC Free Video Editor Let's Play. Let's Play, cool. Let's Play im Videoschnittprogramm Tutorial, meine ich natürlich. Wo viele meinten, ich bin ein Mädchen und soll meine Fresse, also nicht so, aber durch die Blume gesprochen schon. Wie kam es dazu, dass du von My Name's Raven Chinoop LP genannt wurdest? Jetzt muss ich mal überlegen. Also, das kam ja zustande in Mari, meine ich? Kann sein, ich erinnere mich gar nicht daran, wieso. Oder in irgendeinem Projekt, oder Challenge Survival, meine ich sogar. In irgendeinem Projekt, ich bin halt sehr noobig kann in sein, Minecraft. Dass es, kann sein, oder, dass es Challenge Survival war. Challenge Survival? Kann sein. Auf jeden Fall, ich bin halt sehr noobig. Wahrscheinlich irgendwie mal. Ich bin ja wahrscheinlich irgendwann mal noobig gestorben oder so. Und ja, dann hat sie mich Chinoop LP statt Zimmer 5000 genannt, was ich auch einen witzigen Namen finde. Natürlich Anlehnung daran, dass es eine bestimmte Person gibt, die Simur gern mal Simur LP genannt hat. Mhm. Hat als Anlehnung daran Chinoop LP. Genau. Wie kamst du zu deinem Namen Simur 5000 mal gleich hinterher? Ja, das ist eine sehr gute Frage, was mich damals geritten hat. Also, Französisch mag ich, oder. Und hattest du gerade neu in der Schule wahrscheinlich, oder nicht neu? Nicht neu, aber. Du hattest es in der Schule und. Ja, und da halt Simua, das bin ich. Und ich weiß nicht, ich hatte schon immer so ein. Wenn ich irgendwas, einen Namen für irgendwas gegeben habe, vor allem für. Wenn ich mir irgendwelche technischen Geräte überlegt habe, dann hatte ich immer so ein 5000 dahinter. Das sollte irgendwie diese. Futuristisch darstellen, ich weiß auch nicht, darum kam es Simua 5000. Das ist trotzdem so der Name. Also, ich wollte mich, der erste Name übrigens, den ich mich nennen wollte, war Mr. X. Das war der erste Name, der mir einfiel, aber der war natürlich schon vergeben. Ich wäre auch ein wenig schockiert gewesen, hättest du ihn tatsächlich genommen. Also, jetzt im Hinblick. Ich hatte auch gar nicht lange überlegt. Ich hatte an diesem nächsten Tag einfach den Kanal erstellt und brauchte einen Namen. So, wieso fällt dein Bridges Info-Video nicht unter die Kategorie PvP-Mix? Das sollte nämlich eigentlich. Also, die Informationen stehen im Vordergrund. Das Gameplay war eher im Hintergrund und darum zählt es eher dazu. Ja, was jetzt noch zu dieser Frage gehört: PvP-Mix hast du anscheinend ja länger nicht mehr weitergemacht. Ja, unter PvP-Mix fällt eigentlich, als die PvP-Mix-Playlist fällt eigentlich alles, was ich so an PvP-Videos mache, die bezeichne ich dann auch noch als PvP-Mix. Genau, die bezeichne ich dann auch noch als PvP-Mix, aber eine richtige Serie ist das nicht mehr, so eher so eine Sammlung. So kann man es vielleicht bezeichnen. Gut, Frage 39. Wie kamst du auf die Idee, Curium erneut, aber in der Level-Pack-Version zu spielen? Ich hatte einfach Lust drauf. Wie hast du es denn entdeckt? Ich glaube, ich habe Curium gespielt, einfach nochmal so. Weiß nicht, der gut alten Zeiten, weil ich einfach Lust drauf hatte. Und dann sind ja immer ähnliche Spiele und dann kam das. Und ein bisschen hatte ich davon auch in der Schule schon mal gesehen und ja. Huh.
Okay, wir haben Level Pack verloren. Jetzt kommen die letzten 11 Fragen. Uiuiui. Frage 40. Wieso bist du manchmal so ein Noob? Nicht nur manchmal, eigentlich immer. Manchmal, jetzt übertreiben manchmal, wir es. Manchmal überdeckt sich halt durch ein bisschen. Manchmal Glück, manchmal Skill, so ein klein bisschen. Aber ich bin halt einfach vor allem in Reaktionen in Spielen nicht gut. Und das ist in Minecraft vor allem PvP sehr wichtig und darum bin ich da gut. Ja, wobei eigentlich Videospiele laut einer Studie die Reaktion und Informationenaufnahme effizienter machen, verstärken. Ja, wenn man mehr spielt als ich, ich spiele höchstens eigentlich für die Videos. Also privat spiele ich momentan echt selten. Gut, Frage 41. Wie kommst du auf die Idee des Videoprojekts? Ja, hier viel. Wie kommst du auf die Idee? Ja, ist auch eine gute Sache zum 100. Geburtstag. Hätte ich fast gesagt, das ist so alt. Ach, das so alt ist nicht. Ja, ich habe ja, das war ja auch der Grund, warum ich das gestartet habe. Früher auch mit dir teilweise einfach aufgenommen. Und ja, das kam dann auch beim PC aufräumen vor allem zustande. Und als ich dann Festplatten mal durchschaut habe, das mache ich gerne mal zwischendurch auch was für Dateien. Und dann habe ich so viele Videos dahingehend gefunden und habe gedacht, ja, was machst du jetzt damit? Weil die sind ja so super, aber halt leider mit echten Namen und so. Und dann war halt, habe ich gedacht, so, jetzt machst du es zu so einem extra Projekt, schneidest die Namen oder biebst die raus und ja. Videoprojekt. Gut, wir nähern uns wirklich dem Ende. Frage 42. Wieso geht das Let's Play von Portal 2 Community Test kann man nicht weiter? Ja, es ist wieder die Sache mit den Reihen, Videoreihen. Ich fange gerne mal was an und mit der Zeit wird das dann eher so, anstatt eine Serie, so gelegen als Video. Momentan kamen mir überhaupt keine Videos, das stimmt. Ich hatte letztens auch mal überlegt, das wieder zu machen. Mal schauen. Also, ich kenne das auch, dass ich schon irgendwie keine Lust mehr habe. Es hat keinen besonderen Grund, außer ich habe dann nicht mehr daran gedacht, dass ich irgendwann keine Lust mehr. Gut. Wird jemals ein Let's Play zu Portal oder Portal 2 so normal kommen? Das wird nicht kommen, nee. Musste es sein, dass in das Thumbnail von Age of Empires Part 12 spannend reinzuschreiben und den Part danach sehr spannend? ja, musste unbedingt sein. Diese Frage ist irgendwann entstanden, weil ich irgendwie auf deinem Kanal rumgeschaut habe. Was könnte ich noch fragen? Ich musste das mir Problem, teilweise die Fragen schon aus der Nase ziehen. Ich muss gleich nämlich deine Fragen erstmal noch produzieren. Ich glaube, ich weiß, es gibt 3, 4 oder sowas. 3. Oh, gut. Ja, es musste sein. Wieso? Weil ich Lust dazu hatte. Ja, es wird spannender als die anderen Folgen und ich weiß nicht, vielleicht auch so als Eyecatcher. Vielleicht wollte ich auch einfach Zuschauer kriegen. Clickbaiting. Es wird ja spannend. Also es ist eigentlich weniger Clickbaiting. Also, du hast wenigstens keine roten Kreise und Pfeile ins Thumbnail gepackt. Kommt noch, kommt noch. Nein, kommt nicht. ja, wie kommst du zu deiner eigenen Kanal-Homepage, die nicht kostenlos ist, wie zum Beispiel, wenn du Jimdo machen würdest? Das Programm habe ich geschenkt bekommen und Konfirmation meine ich und da war halt auch noch so 500 Megabyte Speicher hinter, kostenlos. Oh nein, jetzt wissen alle Zuschauer, dass du evangelisch bist. Oh, warum nicht? Auf jeden Fall habe ich das dann bekommen, habe das ja ursprünglich dafür, wer zufällig nochmal in die Geschichte von meiner Homepage, meine Seite 2009 kramt. Da hatte ich damals die Videothek, weil auf Jimdo man nicht so gut Videos hochladen konnte, eigentlich gar nicht, außer man hat es über irgendwelche Netzwerke, YouTube oder so halt gemacht, Plattform. Und das hatte ich ja damals noch nicht und da hatte ich das auf diese extra Homepage gemacht und die wurde dann echt unnötig und dann habe ich das zur Kanal-Homepage gemacht. Gut, entschuldigt, dass ich so viel huste. Kein Ding. Also, das passiert bei mir momentan, wenn ich viel rede. Und insgesamt ziemlich viel, ich weiß, ich bin nicht wirklich erkältet, nee, das nicht. Aber wieso ist dein fünftbeliebtestes Video Part 3 von Benjamin Blümchen? Ich meine, die ersten 4 sind alles Tutorials, sei es FoxTube oder VSDC Free Video Editor. Aber das fünftbeliebteste ist einfach Part 3 von Benjamin Blümchen. Und ich glaube, es hat die meisten Aufrufe für eine Zeit lang gehabt. Ich möchte dir jetzt keinen Namen nennen, weil das ist ein ganz einfacher Grund eigentlich. Ich will auch keinen hier, ich meine,
falls du das schaust, du weißt, wer gemeint ist, aber damals kam irgendjemand auf die Idee, oder dieser jemand kam auf die Idee, er könnte doch mit irgendeinem Programm das Video, die Seite neu laden, damit ich Klicks bekomme. War nett gemeint, ich wollte das aber eigentlich gar nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, der hat das, glaube ich, damals 600 Mal gemacht. Und das war damals die meisten Aufrufe. Ja, aber anscheinend hat das VSTC Free Video Editor Tutorial ein paar davon in sich mehr Klicks. Das ist schön, das freut mich auf jeden Fall. Dann ist dein beliebtestes Video nicht mehr. Das hat nämlich die Statistik total verfälscht damals. Also, ja. So, wie kamst du überhaupt auf die Idee, mal wieder ein interaktives Halloween-Special zu machen? Es war ja nicht direkt von irgendeinem bestimmten so interaktiven Video abgekupfert, aber von dieser Art, und ich versuche ja immer als Special irgendwas Besonderes zu machen, und da kann mir das ganz gelingen. Moment, das geht ja leider nicht mehr, weil Anmerkungen, also... Man könnte es mit Abspenden machen. Ja, man könnte es da machen. Oder ja, aber mit so, Verlinkungen, aber so richtig schön geht das nicht mehr, weil das ist natürlich schade von YouTube. Aber, geht, ja. Aber das war einfach voll, wieder was Neues machen wollte, auch was Besonderes. Gut, dass ich dazu kam übrigens zu diesem Halloween-Special, war auch ganz spontan, also das ist der Halloween-Erzähler da. Ja. Das merkt man auch, wenn man gewählt hat, in den Wald gehen, wie spontan meine Aussagen waren. Aber ja, wir kommen schon zur 48. Frage, die drittletzte. Mal durch. Welches ist dein Lieblingsdisplay, das nicht von dir ist? Puh. Kann ich so gar nicht mal unbedingt sagen. Also, du schaust mich so an, als wüsstest du was, aber ich komme zumindest nicht drauf. Ja, also es gibt eins, was wir beide gern schauen. Jedes Jahr. Das ist, jedes Jahr zur eigentlich falschen Zeit, gleichen Zeit. Ja, Portal von, ich weiß gar nicht, wie der YouTuber heißt. Deathmig. Okay. Ja, aber sonst... Was sind denn, das sind eigentlich so ganz viele Displays, die ich gerne schaue. Vorletzte Frage. Ja, Frage 49. Was, das sind jetzt mal wieder ganz typische Fragen. Was ist dir bei deinen Videos am wichtigsten? Ja, im Endeffekt, dass es mir Spaß macht. Das soll jetzt nicht so eigensinnig klingen. Egoistisch klingen. Egoistisch. Weil... Ich denke einfach nur, wenn es mir Spaß macht, kommt es auch spaßig rüber. Aber wenn ich jetzt nur irgendwann mache, was die Zuschauer wollen, und immer nur noch das mache, was die Zuschauer wollen, dann wird das irgendwann nicht mehr so schön. So, und jetzt abschließend, passend zum Abschluss der Fragen, die 50. Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft deines Kanals? Ja, also... Das hat gerade noch so auf die zweite Seite bei LibreOffice gepasst. Ja. Bei welcher Schriftgröße? 18. Okay, was ich mir wünsche, dass ich weiterhin den Spaß daran behalte, das zu machen. Dahingehend natürlich auch nur die Videos machen, die mir Spaß machen. Und dass auch wirklich nur Zuschauer, die wirklich Interesse haben, dann auch da ihren Spaß dran finden, dass ich die unterhalten kann. Also, wie ihr merkt, weniger wichtig sind mir dann Aufruf und Abozahlen. Also, Hauptsache, wir haben alle Spaß. Ja, Hauptsache, wir haben Spaß. Genau. Vor allem du. Bei deinem Kanal. Genau, damit auch andere Spaß haben. Genau. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht den Anfang, das zweimal Mausklicken gehört, während sie nur einmal gesprochen hat, weil ich auf Outer City kurz schauen wollte, ob alles funktioniert. Aber ich denke, dann wird es auch Zeit. Wie lange haben wir jetzt gemacht? Nochmal kurz Mausklick, das ist nicht das Problem. Mausklick in 3, 2, 1. Oh, 30 Minuten fast. Oh mein Gott. 3, 2, 1, Mausklick. Ja, und ich denke, dann geht es jetzt weiter. Oder auch nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das in ein separates Video gehen sollte. Noch 50 Fragen an mich von 7500. Genau, die ich mir jetzt erstmal ausdenke. Jetzt habe ich ja so eine kleine Inspiration gehabt, es sollte aber nicht gleich werden. Das wird und falls es jetzt das letzte sein sollte, was in diesem Part, in diesem Video zu hören ist, und das andere sollte in ein separates Video,
Dann sagen wir Tschüss, nicht wahr? Ja, Tschüss und viel Spaß weiterhin in dieser Woche.